Willkommen zurück bei Teil 4. Du hast dir hoffentlich eine Bewusstseinseinheit ausgesucht, mit der du arbeiten möchtest. Irgendein Gefühl, was dich vielleicht immer wieder belastet. Also etwas ganz Konkretes. Und du hast dir auch kurz überlegt, was für dich auf dem Etikett dieser Bewusstseinseinheit draufsteht. Ich brauche das nicht zu wissen. Es reicht, wenn du das weißt. Ich führe dich einfach nur durch diesen Prozess, damit du das einmal erfährst. Im Nachhinein kannst du das zu jeder Zeit und mit jeder Bewusstseinseinheit selber für dich machen und deiner Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Aber es ist eben wichtig, dass man einmal die Wirkungsweise spürt und durch diesen Prozess durchgeführt wird. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Nimm dir einfach 2 Minuten Zeit. Setz dich aufrecht hin. Achte auf deinen Atem und schließ deine Augen. Atme in dein Herz. Werde dir des inneren Raumes bewusst. Deines persönlichen Anteils des Quantenraums, wie unendlich weit der sich in alle Richtungen erstreckt. Nimm das wahr. Und schau einfach hinter deinen geschlossenen Augen so in die Leere. Und dann lässt du aus der Leere die Bewusstseinseinheit auftauchen, mit der du jetzt hier arbeiten möchtest. Und im gleichen Moment ist sie da. Du brauchst sie nicht zu sehen, du weißt aber, sie ist da. Und du weißt auch, wo sie ist. Und du weißt, was für ein Etikett da drauf klebt. Du kannst also jetzt beginnen, in deiner Vorstellung die Position dieser Bewusstseinseinheit zu verändern. Du kannst sie hin und her schieben. Du kannst sie weiter zurückschieben in den Raum hinein. Du kannst sie näher ranholen. Und du kannst sie wieder an die Position setzen, wo sie erschienen ist. Du nimmst sie jetzt wahr, an der Position, wo sie erschienen ist, und entfernst dann mit deiner Vorstellung das Etikett und schmeißt dieses Etikett so in den weiten Raum, in die Unendlichkeit. Und du siehst, wie sich das Etikett auflöst. Und im gleichen Moment löst sich auch die Bewusstseinseinheit auf. Und dieses belastende Gefühl oder das, was du genommen hast, hat sich wieder aufgelöst wie ein Eiswürfel, den du in eine warme Badewanne geworfen hast. Und jetzt ist nur noch eins der unendliche Weite, unendliche Stille, unendlicher Frieden. Und dann kannst du deine Augen wieder öffnen und bist wieder ganz im Hier und Jetzt. Und wenn du möchtest, kannst du mal kurz deine Aufmerksamkeit auf den Ort richten, in dir, wo dieses Gefühl war, und du wirst feststellen, es hat sich aufgelöst, es ist weg.